Katharina Fegebank, grüße Sie. Moin. Zweite Bürgermeisterin der Freien und Hansestadt Hamburg. Moin, moin. Sagt moin. Moin reicht. Einmal reicht. Moin, alles moin. Alles andere wäre schon gesprächig. Das ist schon Gespräch. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Und das spare ich mir dann für unseren Talk. Und Herr Deckers ist wieder bei uns. Wenn Sie das Thema Ernährung ganz privat angehen, denken Sie da an Nachhaltigkeit, Klimaschutz oder an Genuss? Ganz ehrlich. Ganz ehrlich, sowohl als auch. Und es hat eine deutliche Verschiebung jetzt in den letzten Jahren auch in Richtung Nachhaltigkeit und Klimaschutz gegeben. Vielleicht trifft es bewusster Genuss, gerade wenn wir über Fleisch sprechen oder über Fisch sprechen, dass man sich schon auch Gedanken macht, wie oft und in welcher Menge und vor allem, woher das Fleisch auch tatsächlich kommt. Dann natürlich die Frage, wo kommt das Essen her? Hat es lange Transportwege hinter sich? Wie ist es verpackt? Das sind schon alles Themen, die einen beim Einkauf begleiten, beim Bummel über den Markt natürlich und dann auch, wenn es in den Topf oder in die Pfanne kommt. Fühlen Sie sich ausreichend informiert? Also fällt Ihnen die Entscheidung leicht? Mal so, mal so. Also gerade wenn es um den Einkauf auf dem Markt geht, da kennt man dann so seine Stände und ist ja durch vorherige Gespräche auch ganz gut darüber informiert, wo die Produkte jeweils herkommen. Ich muss gestehen, wenn ich im Supermarkt einkaufen gehe, nach einem 8 bis 10 bis 12 Stunden Arbeitstag, da ziehe ich mir das, was ich brauche, einfach in den Korb oder in den Wagen und gucke dann nicht noch bei den Beschreibungen, ob das drin ist, was gut ist oder ob das ungesund ist oder ob es umwelt- und klimaschädlich ist. Das mache ich dann einfach nicht. Das empfinde ich auch fast ein bisschen als Zumutung, wenn das bei jedem Gang in den Supermarkt auch immer Teil der Aufgabe eines jeden Einzelnen wäre. Ist es dann nicht auch ein bisschen so, im Grunde kennt man doch auch seine Produkte. Ich hab mal gelesen oder gehört, dass es sozusagen wenn man einen Kühlschrank vor 10 Jahren fotografiert hätte und da heute reinguckt, ist da gar nicht so viel unterschiedliche Sachen drin. Die Leute sind sehr traditionsbewusst, umso schwieriger ist es ja auch Menschen dazu zu bringen, sich an neue Dinge heranzuwagen. Wie würden Sie es angehen? Wie bringt man Menschen dazu, aus ihrem Trott rauszukommen und zu sagen, Achtung, guck mal, es gibt noch andere Kriterien als Gewohnheit? Ja, das stimmt, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Kenne ich von mir, auch von meinem persönlichen Umfeld. Selbst wenn man sich bestimmte Dinge vornimmt, dann reißt das dann immer sehr schnell wieder auch ein. Stichwort Fleischkonsum, ganz klar bei uns oder bei mir. Aufklärung, Gespräch, Vorbilder, das sind wie in vielen anderen Lebensbereichen, denke ich, auch im Bereich Food und Ernährung die zentralen Bausteine, um auch einen Wechsel in der Gewohnheit oder im Konsumverhalten auch tatsächlich zu erzeugen. Also man muss wissen, warum bestimmte Dinge vielleicht nicht ganz so gut sind wie andere. Dann kommt sicherlich auch so ein gewisser Lifestyle dazu. Das spüre ich vor allem in Metropolen, in urbanen Räumen. Wollte ich Sie gerade nachfragen. Das ist so. Dass ich das ganz klar auch spüre, dass es einen Trend gibt, vielleicht nicht so hoch skaliert, wie man sich das schon vorstellen würde, aber dieser Trend zum Laden um die Ecke, zum Hofladen in der Stadt, zur Bio-Ecke in den großen Supermärkten, zum persönlichen Gespräch an der Käse- oder an der Fleischtheke, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und Vertrauen spielt auch eine große Rolle. Und da kann, glaube ich, auch jeder seinen Beitrag leisten. Also von den ganz großen Playern hin bis zu den Ökolandwirten vor Ort. Das ist gerade eine Frage, die ich sozusagen auch mit Herrn Deckers da nochmal besprechen wollen würde. Wie gehen Sie das an, die Menschen sozusagen dann dazu zu bringen, nochmal nachzudenken über ihre Ernährungsgewohnheiten? Und wie erleichtern Sie ihnen es, auch eine gesunde Wahl zu treffen? Was machen Sie da? Oh, wir experimentieren unglaublich viel. Wir hatten für ein paar Monate nochmal einen Veggie-Tag kreiert, ja, um damit den Verbrauchern die Chance zu geben, unsere Produkte zu nützen. Ja, zum Beispiel ein Spaghetti Bolo, eine der am liebsten Gerichte in Deutschland.
normalerweise mit Hackfleisch, aber man kann es auch mit Linsen essen. Und das hat dann ein 83% weniger Impact auf den Fußabdruck. Ja? So, das ist das, so experimentieren und damit das Kreis immer vergrößern. Was ist passiert in den letzten 8 Jahren, sage ich jetzt mal, weil Sie sagen, wie selbstverständlich haben wir so ein Veggie-Day und so. Und ich erinnere mich, dass gerade die Partei, für die Frau Fegebank steht. Unvergessen der Veggie-Day. Und was ist passiert in der Gesellschaft? Wie erklären Sie sich das? Was ist passiert? Ja, das kam ja damals wirklich als harmloser Halbsatz in unserem Wahlprogramm so daher und wurde zum absoluten Wahlkampfkiller für uns, ja. Das hat sich unmittelbar niedergeschlagen und daraus hat sich dann ja auch in der Folge eigentlich bis heute dieses Verbotspartei-Image abgeleitet. Und ich glaube, was passiert ist, dass durch gesellschaftliche Entwicklung, dass durch Dialog, dass durch Aufklärung, durch Lifestyle, ja, ist ja auch für viele cool und völlig normal zu sagen, ich verzichte komplett auf Fleisch oder ich habe fleischfreie Tage oder ich habe sogar mal eine vegane Phase gehabt. Was nie gut ist, Leuten irgendetwas zu verordnen und in das unmittelbare Leben des Einzelnen einzugreifen. Mhm. Wenn aber ein Unternehmen sagt, und das sehen wir in Hamburg zuhauf, so wie Sie, ich kenne das beispielsweise auch vom UKE, also einem öffentlichen Unternehmen, großes Universitätsklinikum, die haben nur schulterzuckend reagiert, haben gesagt, selbstverständlich haben wir auch vegetarische Tage. Da hat sich noch nie irgendjemand bevormundet gefühlt oder gesagt, sie fühlen sich gegängelt oder mit erhobenem Zeigefinger in irgendeine Richtung gedrängt. Dieses Prinzip der Freiwilligkeit und ich tue auch was für mich, genauso wie ich was für die Umwelt tue, wie ich was für die folgenden Generationen tue, wenn ich mich ein bisschen bewusster ernähre, vielleicht hier und da mal auf das zweite Stück Fleisch verzichte oder auch komplett fleischfreie Tage einrichte, auch mal gucke, woher kommt eigentlich mein Essen, haben die alle irgendwie eine ewig lange Kette hinter sich an Tausenden von Kilometern oder kommt das hier von unmittelbar um die Ecke und aus der Region? Dann macht das ja auch Spaß und dann sind wir ganz schnell auch wieder bei dem Genussthema. Also kein Verbot, sondern Genuss und bewusster Umgang mit dieser sehr wertvollen Ressource Essen, das ist für mich der viel zielführendere Weg, auch um insgesamt die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und auch den Klimaschutz in den Mittelpunkt zu stellen. Ich kann Sie nur zustimmen, ja? So, Sie können gleich bei uns in die Werbung, ja? Es geht echt. Vielleicht brauche ich irgendwann mal einen Job nach der Politik. Die wird manchmal ganz, ganz schwarz-weiß geführt und Sie haben komplett recht. Ja? So, es geht am Ende um die Freiraum für den Verbraucher und der entscheidet und wir zwingen Konsumenten überhaupt nicht in alles muss vegetarisch sein, alles muss vegan sein. Nein, nur das Bewusstsein, das ist ganz, ganz wichtig und dann der richtige Produkten oder Ernährung wählen. Ne? Darum geht es. Das ist absolut wichtig. Sie sind Wissenschaftssenatorin. Ja. Und es gibt so in dem Spiel immer so ein paar schwarze Peter-Spiele. Ja? Meist der Schuld, meist der Schuld, meist der Schuld. Ja. Und, soll ich jemandem Schuld geben? Oder ja, immer ich Ihnen jetzt zugeschoben. Ach, wissen Sie, sind wir alles gewohnt. Wir gehen immer schon als Flagellanten durch. Das ist alles gar kein Problem. Nein, was auch so eine wichtige Frage ist, wer vermittelt es? Wer vermittelt einer auch jüngeren Generation, aber auch einer älteren Generation, dass sie nachdenken müssen über ihre Ernährung? Wer soll es tun? Wird immer gesagt, die Schule muss es machen, die anderen sagen, nein, die Unternehmen müssen es machen. Also um Gottes Willen bloß die Unternehmen, die Zivilgesellschaft. Wer soll es machen? Jeder hat seinen Beitrag zu leisten. Ich sage immer, jeder und jeder an seinem Platz und Ort. Das fängt in der Kita an. Ich habe 2,5 Jahre alte Zwillinge, die fragen wir auch immer, was gab es eigentlich heute in der Kita? Und das ist eine Kita in einem Bezirk, in dem, wie formuliere ich das jetzt diplomatisch, keine große Beschwerdemacht der Eltern da ist, die dann immer fragen, war da heute Zucker drin oder gab es überhaupt Fleisch auf dem Teller, sondern das ist eine sehr durchmischte Kita, hoher Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund und gerade da wird von Anfang an geguckt, was gibt es zum Frühstück, gibt es ein Mittagessen, wie sehen die Snacks nachmittags aus, also das ist eine Aufgabe, die von klein auf anfängt, Schulen dann selbstverständlich auch, sei es über Schulküchen oder auch das ein oder andere Unterrichtsfach und was ich jetzt, weil Sie mich als
Wissenschaftssenatorin angesprochen haben, spannend finde im universitären Kontext, im Bereich Transfer, also die sogenannte dritte Mission, die jetzt endlich auch in Hamburg ein bisschen stärker neben Forschung und Lehre in den Fokus rückt, dass man auch so einen Spirit erzeugt, aus guten Ideen ein Produkt zu entwickeln. Ich war jetzt gestern an unserer Technischen Universität, das war jetzt in wirklich zufälliger zeitlicher Nähe zu dem heutigen Termin, und habe mir da einen Algenreaktor angeguckt. Ja. Also Stichwort Landwirtschaft auf dem Wasser. Ja. Was kann man künftig eigentlich mit Algen machen? Als Ersatzstoff für Ernährung, aber eben zum Beispiel auch als Futtermittel. Gleichzeitig haben wir die Sustainable Development Goals diskutiert und das Thema Klimaschutz. Und wir sind eine Stadt am Wasser. Wir können sehr viel mehr Fläche auch schaffen, perspektivisch auf dem Wasser mit entsprechenden Anlagen. Und da waren drei Nachwuchswissenschaftler am Werk, die ich auch gleich gefragt habe: Mensch, habt ihr euch das hier jetzt schon patentieren lassen? Habt ihr schon Investoren, die einsteigen? Na, im Moment machen wir noch Forschung. Da sage ich, aber das ist doch jetzt sofort der nächste Schritt. Mit einer Gründung zu sagen, das ist das Feld, was auch super gut nach Hamburg und in den Norden passt. Und davon will ich mehr sehen. Und der Food-Bereich, der passt natürlich auch in diese Metropolregion. Ich meine, wir haben Sie hier sitzen, wir haben große Einzelhandelsketten bei uns mit Edeka beispielsweise. Ja. Mit Rewe, aber auch viele Food-Innovationen, also junge Gründerinnen und Gründer, die mit diesem Purpose-Startup sagen, wir verbinden das Thema Nachhaltigkeit mit dem Thema Ernährung, Produktion, aber auch Logistik. Und das würde ich mir für Hamburg wünschen, dass wir da richtig durchstarten mit den großen Playern am Standort, aber auch den vielen kleinen. Man würde sich auch manchmal wünschen, wenn ich das sagen darf, dass irgendwie mehr auch die Öffentlichkeit sieht, was eigentlich alles passiert in dem Bereich. Absolut. Es ist unglaublich, wie viel Start-ups, oft viel mehr als in den, das, was man gemeinhin meint, was in so die Start-up-Szene ist. Die bauen nicht irgendwie alle neue Computer, sondern gerade der Bereich Ernährung ist ein Riesenbereich, was Start-up anbelangt. Wir haben hier vorhin über 50 Future Foods geredet. Das sind ganz außergewöhnliche neue Gemüsesorten, Hülsefrüchte und sowas. Die Algen waren dabei. Die Algen waren auch dabei. Algen waren auch mit dabei. Und unser Koch hat daraus jetzt was gegessen, nicht gegessen, gekocht. Sie sehen schon, wie fixiert ich bin. Ja, ich bin völlig unterzuckert, nein. Und wir würden das gern probieren, wenn Sie wollen. Auf jeden Fall. Mal rein, das ist irgendwas mit Süßkartoffeln und ganz toll, er ist dann noch auf den letzten Millimetern hier. Insofern stelle ich noch eine Frage. Ist eigentlich für eine Politikerin aus einer Großstadt einfacher, solche Trendthemen zu bedienen, weil dort eine andere Klientel sich stärker darum kümmert? Oder ist hier die Aufgabe besonders groß, weil hier die Diskrepanz so riesengroß ist zwischen denen, die sagen, bewusste Ernährung ja, und denen, die sagen, ist mir völlig wurscht? Auch hier würde ich immer das Thema Freiheit, Wahlfreiheit in den Mittelpunkt rücken. Es gibt diejenigen, die vorne weggehen, die Pionierinnen und Pioniere, die sagen, den Trend habe ich irgendwo im Ausland gesehen. Also wie es vor 20, 25 Jahren mit den To-Go-Coffees anfing. Ich habe damals in den USA gelebt. Und stellte fest, jeder läuft mit so einem To-Go-Coffee-Becher durch die Gegend. Also, das gibt es ja bei uns noch gar nicht. Das ist doch eigentlich eine super Geschäftsidee. Dann kam ich zurück und es hatte sich hier in Hamburg dann bei Sack gegründet, was ich ganz interessant fand. Also, dass man sich Trends von woanders abguckt und die mit hierher nimmt, aber dass man gleichzeitig auch sagt, da gibt es diejenigen, die jetzt auch gar nicht mehr viel verändern wollen, die eigentlich ganz happy sind, so wie es ist, die aber auch vielleicht sagen, also dieses ganze Fancy Food und so kann ich mir noch gar nicht leisten, werde es mir vielleicht auch nicht leisten können, es sei denn, das wird so hoch skaliert in der Produktion, dass auch für mich davon was abfällt. Also das Wichtige ist, dass für jeden was dabei ist, aber dass man hoffentlich keinen Trend und vor allem keine gute Idee verloren gehen lässt, und das würde ich mir für Hamburg wünschen. So, nichts verloren gehen ist auch hier das Stichwort. Genau. Adrian Springer. Was gibt's? Ja, ganz spannende Frage. Es gibt einen Süßkartoffelsmash mit dicken Bohnen, wilden Brokkoli und einen leichten Senfschaum dazu. Okay. Alles mit Future 50 Zutaten zubereitet, gewürzt mit unserer Würzkombination. Guten Hunger. Lecker. Vielen Dank. Bitte schön. Wunderbar. Besteck. So, wunderbar. Wir kriegen auch noch ein Besteck. Das sieht fantastisch aus. Oder?
Ich weiß gar nicht, ob man das hier sehen kann. Soll ich, ja, ich glaub, tauschen wir ganz kurz? Einmal bestecken. Super. Wunderbar. So. Einfach reinreichen. Danke, wunderbar. Ja, einmal kurz probieren. Wir sind hier mit dieser, damit Sie das ein bisschen einordnen können, wir sind mit der Tour in ganz Deutschland unterwegs. Wir haben in Berlin angefangen und wir zeigen so ein bisschen, was diese Branche eigentlich alles leistet zum Thema Nachhaltigkeit, zum Thema Ernährungswende, zum Thema Zukunft der Ernährung. Und das sind die wunderbaren Teile dieser Tour, dass ich als Moderator immer was zu essen kriege. Das ist unheimlich. Der wievielte Gang ist heute? Das ist jetzt heute der erste, aber es wird nicht der letzte sein. Sehr gut. Ja, finde ich jetzt allerdings auch. Ja. Ja, also unter dem Stichwort Vielfalt. Wunderbar. Ich esse das gleich noch weiter. Erstmal vielen, vielen Dank.